2, Ja. 1. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, das Knöchelchen von nebenan. Mit dabei ist der kleine Schlawiner Bambu. Ja, guten Tag. Und ich habe einen neuen Gut. Skin seit anderthalb Wochen. Und ich habe seit 2 Wochen nicht aufgenommen. Von daher werdet ihr jetzt verwundert sein, was sich wieder getan hat. Nein, ich starte zum Glück nicht jede Folge damit, dass ich erstmal die ganze Welt wieder zeigen muss, weil sich wieder so viel getan hat. Ich muss dazu sagen, es sind wieder 2 Burgen dazugekommen, Jan. Also. Und Spaß, wie viel hast du jetzt? 11? Also Bitte? richtige Burgen 9, also richtige Festungsanlagen. Wenn man jetzt noch die Wehrtürme mit dazu zählt, dann ungefähr 20. Schätze ich. Müsste ich nachzählen. Ich habe Raven Castle vollendet. Ich schlage da vor, da gehen wir jetzt erstmal als erstes hin. Ihr seht da hinten schon. Nee, nee, nee. Das zeige ich euch jetzt nicht. So. Ach nee, ich muss die Folge ja erstmal mit einem neuen Tagesstart beginnen. Also Sunrise. So, weil die Folgen dauern jetzt genau einen Minecraft-Tag immer. Also ziemlich genau. Also nicht immer. Voll Über. viel los, ne? Ja, hallo, über 15 Minuten ist Luxus. Es laggt gerade auch erstaunlich wenig. Obwohl ich sogar DS offen habe und YouTube. Also, es läuft flüssig. Also auf 37 FPS da bin ich stolz drauf. Ja, 42, oh, 50. Oh. Der Shit, Alter. Was hast du, Computer? Was hast du? Aber man merkt direkt, wenn ich hier zum Jahrmarkt komme, wo schon einiges geladen werden muss, gehen die Frames schon auf 25 FPS runter. Ist aber nicht gut. Naja. Ihr seht da hinten schon Raven Castle. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich euch die Stadt schon gezeigt, oder? Jan, wenn du jetzt die Folgen geguckt hättest, wüsstest du das. Naja. Ja, Entschuldigung, Ich glaube, ich aber habe ich die hab's Stadt, stehen. ich glaube, ich hab die Stadt schon gezeigt. Von daher muss ich euch die jetzt nicht zeigen. Ich zeige euch nur die Sachen, die neu dazugekommen sind. So, da. Okay. Das ist so Davor. witzlos, ich hasse das Game, wa? Nein, das ist überhaupt nicht witzlos gerade. Was ist ziemlich witzig ist, da hinten seht ihr noch die Kommandoblöcke, weil ich meinen Arbeitssklaven namens Wambo ja nicht da habe. Mir deshalb einen Mining Turtle Command rausgefischt habt, den eh jeder kennt, und mir damit ein paar Blöcke abbauen lassen habe. So, Baum. ja. Auf jeden Fall ist mir auch sogar heute Mittag aufgefallen, dass man damit auch Grundgestein abbauen lassen kann. Ich habe jetzt ungefähr fast ein Stack Grundgestein. Aber wenn ihr wollt, kann ich den wegschmeißen, aber ich fand das so lustig. Ich denke mir so, eventuell kann er alle Blöcke zerstören. Also gehe ich jetzt hier mal auf Grundgesteinebene. Da hat er mir ein bisschen was abgebaut. Da aber ein bisschen viel Lava und so, bla bla bla. Mal, ich werde wieder voll schnell im Reden, bla bla bla. So, auf jeden Fall hier habe ich schon so ein bisschen Mauern reingezogen. Also eigentlich sau wenig, aber hier die Mauer ist eine Mauer, ja? Die Mauer ist eine Mauer. Älter. Was für der Shit? Ja, und mir fällt gerade ein, dass ich vergessen habe, da jetzt die neuen Fackeln reinzutun. Was ich eigentlich machen wollte heute Mittag, aber ich hab's vergessen. Aber ja, ich könnte auch mal wieder meine Rüstung anziehen. Ihr seht, eigenes Texture Pack, ne, hier neue Texturen, dies, das war's. Ich hab euch die Pferde auch noch nicht gezeigt, die hier waren. Einmal haben wir hier Kronki. Und ein armes Pferd, okay. Kronki ist ein Esel und der hat sogar plus 4 Herzen, ja. Das ist reichlich übertrieben. Ich wusste gar nicht, dass ein Esel so viel Herzen haben kann. Ich glaube, ich habe euch das aber schon in der letzten Folge gezeigt. Oder? Ach ja, ich habe jetzt übrigens 9 Diamanten, eine Pferderüstung, weil ich ein bisschen im Nether rumschlawinert habe und da einige Festungen gefunden habe und da wirklich viele Pferderüstungen drin sind. Eigentlich nur goldene, aber ich habe auch Diamanten gefunden. Fand ich cool. Ja, im Nether habe ich nämlich auch eine Festung gebaut. Genau, ja, da habe ich jetzt 10 Burgen.
9 in der Oberwelt und einen im Nether. Ich würde auch gerne einen im End bauen, so einen dicken Palast. Wenn ich da mal in den End komme. Ich würde gerne noch vor der 1.9 in den End. Weil das ja resettet wird. So, der End und so. Janda, da kommst du auch mit. Allein schaffe ich das eh nicht. Krieg sogar eine Diamantrüstung. So, auf jeden Fall. Hey, dann können wir ja gar nicht im End eine Festung bauen, weil es resettet wird. Aber wir können den Enderdrachen töten und schon das Drachenei einsacken. Das ist gut. Ich könnte jetzt sogar schon ins End, weil ich mehr als genug Enderaugen zusammengesammelt habe. Ich habe da sogar schon unten alle drin, bis auf eine. Die restlichen liegen aber noch in meiner Ender-Chest. Und hier haben wir die Windmühle, die ich hier drauf machen wollte. Voll krass, mit 2 Flügeln anstatt mit 4. Ja, hier ist jetzt eine fertige Mauer. Nicht mehr nur so ein Schlabittchen Scheiße. Hier sieht so aus, als wäre die Mauer so kaputt zum Wissen. Das wollte ich auch. Ja, damit habe ich euch Raven Castle gezeigt, meine Freunde. Ich sollte auch mir mal wieder meine Uhr holen, damit ich auch immer gucken kann, wie spät es ist, weil ich schätze, es wird gerade schon wieder Abend. Nee, genau Mittag, okay. Dann kann ich euch ja auch schon mal getrost die neuen Sachen zeigen, die gebaut wurden von mir. Also ihr seht hier auch ein bisschen Bäume überall. Und da ist so ein Stern. Habe ich so zwischendurch mal dahin geklatscht. Ja, ich bin sehr müde. Ihr seid es auch, ich weiß es. Ich werde das Video gleich noch schneiden und hochladen. Ach ja, und Leute, 5 Aufrufe, dann kommt die nächste Folge. Ist bei allen Folgen so, also presst den Button und abonnieren und liken und was weiß ich. Und guckt die Videos bis zum Ende durch, Kinder. Weil eventuell verpasst ihr lustige Sachen, ja? Du musst mit mehr Menschen, das ist viel lustiger. Ich habe Rabenschnitzel sogar angefragt, ob der eventuell hier mal Bock hätte, eine Folge mitzumachen. Ernsthaft? Ich glaube wirklich nicht, dass der mir zurückschreibt. Ist ein bisschen zu groß. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viele Abos. Aber das würde zu dem passen. Dieses Mittelalterliche, das würde richtig zu dem passen. Mehr als zu so einem Wolf oder so. Ja, Wolf, ich weiß, dass du das gucken wirst. Und wir stehen schon vor deiner Burg. Ha! Ach ja, Jan, ich hab dir schon das Buch mit deinen Rechten in Greycliff gelegt, weil ich dir das ja als Lehen übergeben würde. Ich hab's verraten, oh mein Gott. Hier stehen so ein paar Rechte drin, die Wolfs haben darf, wenn der als nächstes mal zur Burg kommt, weil ich die Burg dem gegeben habe. Ich hab's ihm voll gegeben, Mann. Jo. Alter. Ja, ich bin wieder heißer. Bin immer heißer. Immer wenn ich aufnehme, werde ich heißer. Ja, ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, meine Soundqualität wird jetzt auch scheiße sein, weil ich mich gerade richtig tief in meinen Sessel lege. Und deshalb wieder einen Meter von meinem Laptop. Ja, ohne Spaß, ich bin wieder mindestens einen Meter von meinem Laptop entfernt. Also mit einem Meter meine ich so 50 cm. Na, wir kommen schon auf 60. Ich glaube, wir kommen schon auf 60. Ja. Ah, kommt hin. Ich habe mir nämlich jetzt auch ein Buch gekauft. Das heißt Minecraft. Ja genau, wie heißt es denn? Warte, davon gibt es 4 Bände, also 4 verschiedene Bücher. Von diesen Minecraft-Büchern, aber ich habe erst das erste, das zweite kommt noch. Die anderen 2 waren nicht erhältlich. Minecraft, das Konstruktionshandbuch. Bauen mit Blöcken. Sieht sehr cool aus, kommt auch in dem Update von meiner Roomtour. Ja, hier stehen so ein paar Ideen drin, die ich auch gerne umsetzen möchte. Stehen wirklich coole Sachen drin. Vieles wusste ich schon, aber ein bisschen kann man sich da ja schon noch abgucken. Naja. Ja, dieses Buch hat mich auf jeden Fall gelehrt, dass ich nicht mehr solche Klötze dahin bauen werde. Ich meine, es sieht zwar aus wie eine Festung, aber man kann sich ja... Die Schönheit liegt im Detail, ja. Also... Eigentlich jetzt auch gucken, ein bisschen mehr Details so reinzubauen. Bliblablub.
ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Es wird nach. Ich weiß nicht, was du meinst. Es wird nach. Denkst du denn? Es wird trotzdem Nacht. Ich kann euch trotzdem ein paar neue Sachen zeigen. Oh, ihr seht es schon, das sieht so schön aus von hier hinten. Boah, Thumbnail. So. Auf jeden Fall, ihr seht da vorne schon so ein bisschen so ein Schutzturm. Es gehört jetzt zum Northumbria-Verteidigungsgürtel. Ja. Merkt euch das. Hier sind Bäume und Laternen und Häuser. Boah, ich muss euch das alles noch zeigen, oder? Hab ich alles neu gemacht. Dabei ist das natürlich schon eine Woche alt oder so. Doch. Ich zeig dir das, Jan, ja. Oh Gott. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich weiß, das ist schlimm. Oh Gott. Ich weiß. Nein, im Spiel. Ja. Nee. Du warst überwältigt von den Sachen, die ich gebaut habe. Weiß ja. Ich doch. So, ihr das seht hier schon ein Haus, hier kommen ein paar mehr Häuser drauf. Wird schön. Ja. Hier sind so ein paar Laternchen. Und auch da vorne ist die Burg. Ach scheiße! Ich hab euch vergessen, die Mining Turtle zu zeigen. Das kann ich euch in der nächsten Folge machen, weil wir dann wieder auf Mining Tour gehen. Und ich dann noch eine neue Turtle brauche. So, hier ist eine Burg. Hier war eigentlich dieses Command Lock Ding drin. Es ist aber kaputt gegangen irgendwie. Keine Ahnung, das ging auf einmal nicht mehr. Dann musste ich das löschen. Hab versucht hier wieder rein zu pasten, ging aber nicht. Hier war das übrigens nicht drin. Es war hier drüber. Also hier ist halt so ein kleiner Saal, so ein Audienzsaal. Oh scheiße, die Folge ist jetzt fast vorbei. Ich versuche euch noch das Gebäude wenigstens halb zu zeigen. Hier ist eine Kiste, ist so ein kleiner Arbeitsplatz, bla bla bla. Kann man hier eine Treppe hoch. So. Kann man da rein, da ist halt aber nur so ein Scheißraum. So, hier waren die Command-Blöcke drin, sind aber jetzt weg, weil ich es gelöscht habe. Beziehungsweise kaputt schlagen musste. So, dann kommt man hier hoch, sieht weiter diese Blöcke. Ein leerer Raum. So, und da kann man hier rausgucken, ein bisschen aufs Meer, bla bla bla. Ihr habt schon einen Teil von der neuen Stadt gesehen. Oh mein Gott, es geht immer mehr zum Ende zu. Hier kann man halt hoch und dann da oben ein bisschen gucken. Und das Schöne an dem Turm ist das. Es hat leider nicht funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, mit Tageslichtsensor. Werde ich euch auch in der nächsten Folge ein bisschen was darüber erzählen. Weil die sich hier gegenseitig anstrahlen, bleiben die auch noch am Tag helfen, die Scheiße. Aber na gut, auf den Blick auf das Castle of Helmsby verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.